Schatzi, darf ich dich was fragen? Ja, sicher, frag mal. Aber bitte nicht böse werden, okay? Nicht gleich beleidigt werden. Ich doch nicht. Was war dein Fahrlehrer vom Beruf? Wie meinst du das? Fahrlehrer? Fahrlehrer. Ja. Guck mal, ich erzähl jetzt. Von Reutlingen nach Nürtingen. Du jede Loch reinfahren. Warum nicht ein bisschen gucken, links und rechts? Du machst ein Auto kaputt, Schatz. Stell dir nicht so an, das Auto hat Stoßdämpfer. Ja, Stoßdämpfer, aber Stoßdämpfer gehen auch kaputt, Schatz. Und dann kommt irgendwann mal TÜV und dann du sagen, ja, unser Auto, keine TÜV bestanden, du nichts gucken. Wie soll ich machen, wenn du immer jede Loch treffen? Als ob du besser bist. Natürlich bin ich besser. Nein, dein bosnischer Führerschein ist auch nicht. Was meine bosnische Führerschein? Das ist der beste Führerschein, was es gibt. Ja klar, hast du den gekauft oder was? Nein, ich habe verdient. Mein Fahrlehrer damals gesagt, Salko, du perfekt fahren. Einzige Problem, ich immer Frauen hinterher gucken und der immer ein bisschen schlagen bei mir. Aber sonst perfekt fahren. Ja, das sind die Straßen nur gerade, da gibt es nicht mal Ampel, gar nicht. Hey, hör auf. Gegen bosnische Führerschein kein Wort mehr. Sonst gehst du wieder zurück zu deinen deutschen Eltern.